Aber gut. Wenn du nicht. Vielleicht ein bisschen, so? Weißt du schon, ja, ja. Ja, so dass das dann, ja. Genau. Mhm. Wenn du nicht auftreten kannst oder noch nicht einmal einen Platz für einen Auftritt hast, was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Das kommt natürlich auch vor, jetzt keinen Platz zum Arbeiten zu haben, aber dann macht man etwas anderes. Dann geht man in die Mikrowelt. Ich kann genauso gut auch mit einem Taschenmesser das simulieren, dass ich mit einer Säge umgehe und dann irgendwie Ton bearbeite, kleine Modelle vorbereite. Ich gehe mehr in die Zeichnung oder fange dann an zu malen. Also es gibt für mich eigentlich immer eine Möglichkeit, mich irgendwie zu beschäftigen oder einen Sinn zu finden oder eine Arbeit auszuführen. Und welche Zusammenhänge gibt es zwischen deinem Privatleben und deiner Arbeit? Für mich geht es quasi über. Also ich habe das oft versucht, ganz strikt zu trennen, was aber überhaupt nicht geht. Also für mich ist Kunst irgendwie etwas, wo sich in das alltägliche Leben auch mit einbringt. Deswegen nenne ich mein Studio hier auch Life Art Studio, Lebensstudio. Ja, das ist Kunst belebt, bereichert und ist eigentlich alle Zeit gegenwärtig. Welche Bedingungen müssen für eine gute Situation bei der Arbeit oder dem Auftritt gegeben sein? Das ist auf jeden Fall die eigene Stimmung. Das heißt, je nachdem, wie ich mich fühle, was für eine Lebenslust, das ich habe oder in welcher Situation ich mich befinde, mit welchem Thema ich mich auseinandersetze, dementsprechend fühle ich mich mal mehr oder weniger gut bei einer Arbeit. Es gibt auch Arbeiten, da quält man sich fast schon dadurch, um zu einem Ziel zu kommen, und dann gibt es aber auch Arbeiten, die fallen einem so leicht, die purzeln einem einfach aus der Hand heraus, wie eine Karikatur, und von daher ist es eigentlich vollkommen egal, wo man arbeitet. Das kann in Grönland sein oder das kann zu Hause sein, das kann auf einem Berg sein, das kann in einer Höhle sein, irgendwo kann man überall einen Ausdruck schaffen, um sich wohlzufühlen und zu agieren. Gibt es irgendetwas an dir, das du besonders magst? Bist du mit dir zufrieden? Falls ja, warum? Es ist einfach die Lebenskraft zu haben, einfach mit Freude und mit Energie an Ideen ranzugehen, um die zu verwirklichen. Also von einem losen Gedanke, der einem irgendwie einholt oder den man hat, die Idee, die daraus entsteht und das Ganze umzusetzen, das ist schon was ganz Großartiges. Und was gefällt dir immer am besten bei der Show? Puh, am besten? Also mir gefällt auf jeden Fall, dass man ein Glücksgefühl bekommt, diese Spannung auch vor diesen Auftritten beispielsweise oder auch bei einem ganz normalen Objekt, wo man anfängt und man arbeitet sich dann irgendwie dadurch, und das erfüllt einem dann schon irgendwie so teilweise mit Gänsehaut, und das gibt dem Körper irgendwie so ein Gefühl, wow, etwas getan zu haben, wo einem in erster Linie auch selbst bereichert. Und wenn das dann auch noch andere gefällt, dann ist das ja auch gut. Hat die Corona-Krise, die jetzt gerade war oder immer noch ist, irgendwelche Auswirkungen auf deine Arbeit gemacht? Eigentlich war ich flexibel genug, um
Dinge anzugehen, die jetzt beispielsweise lange irgendwo gelegen sind. Natürlich sind viele Veranstaltungen ausgefallen, in die ich mich reingedacht habe, wo die Konzepte entstanden sind und so weiter. Und das ist dann alles weggebrochen. Aber so ist eben das Leben auch angelegt. Es kommt ein Sturm, es kommt ein Unwetter und man muss einfach einen neuen Ansatz finden, um wieder neu oder anders anzufangen. Also eigentlich hat mich es nicht beeinträchtigt. Ich habe einfach je nachdem, was möglich war, die Zeit ausgenutzt und habe eigentlich auch trotzdem sehr viel geschaffen. Ob das jetzt Malerei war oder auch Skulptur oder auch andere Konzepte entwickelt. Und das ist schon auch so ein Stück weit ganz normales Leben. Damit lebe ich schon seit 40 Jahren als Künstler, dass man sich immer wieder neu definiert. Und gibt es irgendwelche Einflüsse oder Inspirationen von Kollegen? Natürlich. Also man sieht irgendwelche Stilarten, die gemalt wurden oder die gemeißelt wurden. Man macht eine Reise irgendwo hin und sieht nette Skulpturen. Man schaut mit offenen Augen durch die Welt und dementsprechend wird man ja auch beeinflusst. Und es bleiben Metaphern hängen, die dann irgendwo wieder auf eine andere Art und Weise in die Arbeit fließen. Machst du Kompromisse? Ich mache sicherlich auch Kompromisse. Das fängt schon an, wenn ich jetzt ein Werkstück bearbeite und ich wollte eigentlich dahin, aber der Wuchs des Baumes oder des Materials verhindert es, weil da mittendrin ein Loch ist oder es ist ein Einschluss oder irgendwas. Und dann muss ich irgendwie mir eine andere Form ausdenken im Moment. Und da habe ich ja schon einen Kompromiss gemacht. Wie denkst du, dass sich die Kunst in der Zukunft entwickeln wird? Die Kunst in der Zukunft. Ja, es wird immer mehr Elektronik auch geben. Es gibt immer mehr Maschinen, die bestimmte Dinge machen können. Digitaldrucker, die dreidimensionale Sachen, die man zuvor abfotografiert, auswerfen. Also die Kunst, die wird auf jeden Fall in irgendwelchen Formen weiterleben, ob die jetzt dann digital zusammengebastelt wird. Und Kunst erweitert sich auch immer weiter, weil ob das jetzt zum Beispiel... Ich bin jetzt noch in der Zeit groß geworden, da gab es die Malerei, es gab die Bildhauerei, es gab so, und dann ging es relativ schnell, dass die Fotografie dazu kam, dass ganz neue Techniken dazu kamen. Also heute haben wir so eine Vielschichtigkeit von Kunstformen, die sich entwickelt haben, und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Aber es ist schön, dass es alles gibt. Hast du eventuell Überlegungen, mit Künstlern anderen Sparten zusammenzuarbeiten? Das mache ich eigentlich konstant, dass wir irgendwie Performances oder Zusammenarbeiten entwickeln, wo Künstler aus unterschiedlichen Disziplinen da sind. Ich denke jetzt einfach auch daran, ich kann ja bei meiner Holzbearbeitung bleiben. Und dann trotzdem irgendwie kommt jemand und macht einen Kunstfilm davon. Und schon habe ich irgendwie eine Symbiose. Okay, das war's jetzt auch schon mit den Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also und nochmal so zum Abschluss, warum ich so gerne mit Holz arbeite. Holz ist für mich wirklich das einzige Material, was einen direkten Bezug zu Bäumen hat. Und das heißt sowieso was heutzutage. Tja, tschüss. Tschüss, danke.